Ja, jetzt geht's los. Genau, vom Autosex zum Wichsen. So, angekommen jetzt in der. Ich traue mir gar nicht Werkstatt sagen dazu, es ist eigentlich. Doch. Eigentlich ist es zu schön für die Werkstatt, ganz ehrlich. Aber es ist wirklich, wirklich mega. Ich möchte eigentlich meinen ganzen Tag da verbringen, fast schon. Bilder, alles schwarz, Autos passen auch. Also wirklich, mein Respekt für diese wunderschöne Werkstatt. Wirklich. Schaut vorbei einmal, also wenn ihr da in der Nähe seid, die beißen gar nicht, auch wenn es für Porsche schraufen. Die beißen gar nicht, das ist echt sehenswert. Das ist so stelle mir ich persönlich eine Werkstatt vor. Richtig danke cool. Danke fürs Lob, wie kriegst du später? Ja, geil. Ja, wir verabschieden uns von allen Zuschauern, die mir 30 zugeschaltet haben. Genau. Wir wollen nur ein kleines anderes Thema anschneiden heute. Geht um Night of Wheels. Ihr seid ja da die Fäden ziehen, sagen wir so. Habe ich das jetzt richtig? Kann man fast sagen. Ja, genau. Night of Wheels ist vielen sicher ein Begriff. Lange Jahre plus City Linz. Letztes Jahr Wels niederbrennt. In Wels. Genau. Ja, ist etwas laut geworden, wobei man gleich sagen muss, am Messegelände selber ist alles so abgelaufen, wie es okay war. Es hat bei der ganzen Veranstaltung prinzipiell einmal nichts gefällt. Nichts gefällt. Wir haben alle Auflagen eingehalten, das war bei der Veranstaltung ruhig. Aber bestätigt auch jeder, nur wir wissen halt, was wir vorher nicht gewusst haben. Also wir haben sie zwingend erkundigt und sie haben es uns auch nicht gesagt, dass die schon generell ein Raserproblem auch haben und dran kennt sich ja jeder. Ja. Die Tour mit angestehen will, es kennt auch jeder und jetzt haben sie die Night of Wheels vorgeschoben und sagen, wegen uns ist das Ganze eskaliert. Und ja. Wir kommen mit den Behörden nicht mehr zusammen, sondern es war wirtschaftlich gesehen für uns. Ich glaube, es gibt auch keinen Grund, jetzt unbedingt Wels zu bevorzugen. Nein, gar nicht. Es hätte super passt, ja, weil die Anbindung super ist, die Infrastruktur ist ja gut. Wir haben sich gedacht, ein Wölser, eine Messe, Stadt, wird auch eine Messe wollen, aber es schaut so aus. Ihr nicht. Die wollen immer weniger messen, du darfst einfach, ich verstehe die Leute schon ein bisschen auch in Wels, weil das tut sich schon viel, gell? Keine Frage. Die haben extrem viel Messen da unten, die haben die Herbstmessen, die haben immer einen Lärm, ein ganzes Jahr. Mhm. Ich verstehe es schon ein bisschen, aber natürlich, sie sind trotzdem eine Messestadt, haben ein riesen Messezentrum und können es eigentlich meiner Meinung nach gar nicht richtig nutzen. Ja, nein, keine Frage. Wir wollten auch, was der mit Christoph Klausen haben geredet, wenn es passt hätte, er war dann draußen gern driften gefahren, wie sie es bei der PS schon tut, wenn es gehabt haben. Ja. Undenkbar. Also er war lärmtechnisch undenkbar da. Aber das lässt sich jetzt alles verbessern, wollte ich schon fast sagen. Ja, sicher, na klar. Ich glaube, wir müssen es jetzt verbessern. Also für alle, die es jetzt noch nicht wissen, die Night of Wheels 2020 geht nach Ried. Rieder Messezentrum, hast du das Messezentrum? Ja, Messe Ried. Messezentrum Ried. Ja, genau. Mittlerweile kannst du schon so Messezentrum. Ja, richtig geil. Wir waren schon mal dort. Auch ich war ja gemeinsam mit euch schon mal dort sozusagen. Ja, ist lange aus. Weil es hat damals ein Format gegeben, das hat sich genannt Austria Custom Show. Und die war in Ried. Damals auch mit alles, was Gott verboten hat. JP ist schon da, ja. Ja, genau. Wirklich lange aus. War ein mega Event. Ich weiß, ich bin beim Abendessen am Wirtshaustisch dann eingeschlafen. Das weiß ich bis heute noch. Weil es so erledigt und so gar war, das war richtig, richtig. Okay, das ist die offizielle Version. Genau, richtig. Ja, genau. Warum auch sonst? Das ist jetzt klar. Warum soll man schlafen? Ja, eben. Ja, genau. Ja, deswegen, es geht nach Ried. Ich freue mich mega drauf. Ich darf oder wir dürfen wieder unterstützen. Ja, mega. Ich freue mich richtig, richtig, richtig drauf. Wir werden uns da ordentlich was aus dem Bauch schneiden, wenn ich das so sagen darf. Und ihr habt ja schon coole Sachen vorbereitet. JP natürlich. Kommt, fixe Zusage schon, so ist erledigt. Wieder mal, also Eskalation ist schon vorprogrammiert. Ja, was denn, müssen wir. Genau. Wir wissen natürlich, wir haben mit den Behörden und schon guten Kontakt und wir kennen die meisten auch gut. Und wir müssen natürlich jetzt schon schauen, was das ist. Man merkt halt einfach, das stößt halt immer auf mehr. Also das wird immer schlimmer auch mit den Anwohnern, mit der CO2-Debatte, wie wir es jetzt kennen. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen auf die Bremsen steigen. Mhm. Wir werden eine geile Veranstaltung haben, wir werden schauen, dass wir das Beste aussuchen wie immer. Ja. Aber natürlich, wir müssen schon heuer konkret ein bisschen aufpassen mit Launch Controls.
Da fahren wir Eisbett drauf. Haben wir diverse, einfach, wir haben es ja selber gesehen letztes Jahr, was denkt uns da, ob das auch ein paar Mal diskutieren, ist ja cool. Echt? Und es passiert ja auch nichts, nur weil es jetzt ein paar Mal schießt. Hm. Aber es ist halt einfach, was das ist, ein Unterschied, ob wer jetzt ein bisschen sein Auto präsentiert und ein paar mehr Gas gibt. Ja. Hey, oder ob der da eine halbe Stunde das Auto donnern lässt, was das sind Kinder dabei. Keine Frage. Ich habe es ja böse in der Halle gesehen und es gibt einfach einen gewissen Punkt, dass der, da muss jeder so weit sein, dass es okay. Es kann nicht sein, wenn ein 5-jähriger Bub hinter dem Auto steht, genau, dass ich das also Ding da anheizen lasse, dass die sagt, das geht einfach nicht. Verstehen wir auch, hat es einige Beschwerden gegeben, werden wir auch so nicht mehr machen, werden wir heuer trotzdem schauen, dass wir das Ganze eindämmen und wir werden es auch dementsprechend publizieren nachher. Genau. Weil man muss ganz ehrlich sagen, wenn wir es nicht machen, dann stirbt die Veranstaltung einfach, weil du es nicht mehr machen darfst. Und das will eigentlich auch keiner. Das will auch keiner. Es gibt ja zu wenige in genau. Österreich, wenn wir es immer ehrlich sagen. Richtig, ich glaube auch, dass man eine coole Veranstaltung auf 4 Stunden kann, ja, ohne dem Ganzen. Natürlich, wir sind jetzt nicht die Priester und sagen, jetzt darfst du gar nichts mehr. Ja, ja. Wird auch nicht der Fall sein. Wir sind Liebhaber von Autos und wir wollen das. Und es passt auch alles, aber wir müssen es einfach in Grenzen, in Maß und Ziel. Das Ganze, dass die Behörden und die Anwohner das einfach alle damit leben können, dann haben wir unsere Freude. Ja. Sie tragen es nicht an und wir haben auch und die anderen haben dann auch glücklich. Tut keinen Weg. Von daher, es wird einiges geben. Wir haben sehr viel, ja. Letzte Woche schon mal kurz geschwatzt. Ja. Camber vorweggenommen wird kommen, das wird sicher richtig lustig. JP haben wir jetzt schon erwähnt, kommt auch immer. Der ist eigentlich Dauergast. Da habe ich kennengelernt sogar. Ja, da war mein erster Kontakt und seitdem habe ich ja echt einiges mit ihm gemacht. Du, die Provisionen sind noch ausständig, ja? Ja, genau. Ja. Scheiße. Weißt du das jetzt? Ja. Ja, Driften, glaube ich, war am Plan. Driften sind wir jetzt richtig am Plan. Muss ich leider Gottes, müssen wir jetzt noch abwarten mit den Behörden. Ja. Es ist von uns natürlich dementsprechend der Druck gekommen jetzt. Ein bisschen Showbühne. Genau. Wir haben auf jeden Fall heuer mega. Es gibt eine super, wirklich eine geile Auffahrtsbühne. Mhm. Die Autos super perfekt zum Auffahren. Schöne super Präsentation. Guten Moderator, der sich auskennt. Also da werden wir auf dem Gebiet werden wir dafür das verstärken. Ja. Das haben wir letztes Jahr in Wös, hätten wir schon besser machen können. Haben wir ein bisschen unterschätzt da. Das müssen wir heuer natürlich so richtig, werden wir das toppen, damit das auch wirklich bei den Leuten gut ankommt und dass jeder sein Auto präsentieren kann. Ja. Das Ding steht ja dann zentral, wirklich zentral, die Bühne. Sehr zentral, es ist genau dann auch im Freien. Die haben 3.500 Quadratmeter überdachte Fläche. Also das ist alles plus zwischen Hallen. Genau, es ist alles zwischen die Hallen. Geil. Kannst super mit dem Auto rausfahren, fährst auf die Bühne, fährst du in die Halle rein. Mega. Also das wird heuer genau relativ eine coole Sache werden. Ja, weil es mäßig gelernt hat, relativ viel da einrührt. Also noch läuft die Bewerbung. Noch läuft die Bewerbung. Ich hoffe auch, wenn wir das Video ausstrahlen. Ja, wir sind wirklich voll dabei, weil wir kommen natürlich tagtäglich, ich würde nicht sagen ja Tausende, aber wirklich ja, sehr, sehr viele Mails, ja, alle zum Beantworten und ich bitte alle ein bisschen um einen Zeitrespiel, weil wir schaffen es einfach momentan nicht mehr ganz. Aber es ist in den nächsten 1-2 Wochen wird es relativ viel da. Und dann glaube ich, sind wir mit der Auswertung fertig. Ein paar haben schon Zusage gekriegt, ein paar noch nicht. Den Link werden wir auf jeden Fall noch um das Video in genau den Text reinstellen, für die, was sie noch bewerben wollen, was das noch sehen. Datum, das Wichtigste. 31. Mai, Pfingstsonntag, wie immer. Es ist so einfach zu merken eigentlich, genau, wirklich. Ist uns tut mir so blim, ja, weil einfach ein Motto frei ist. Ja. Ja, wir werden auf jeden Fall selbst auch vor Ort sein. Also die Firma Damp geht jetzt direkt in die Planung. Wir werden einiges an Autos hinstellen. Ich bin am Schauen, ob wir vielleicht noch die ein oder andere Premiere hinbringen. Wir werden alles dafür geben, aber es wird auf jeden Fall ein mega Event. Also lasst euch das nicht entgehen. Schaut vorbei, ob mit Auto, ohne Auto, Besucher. Das wird auf jeden Fall lustig. Und ja, das wird ein spaßiges Wochenende, glaube ich. Coole Sache wird das sein. Mit Warm-up-Party wieder, ganz wichtig. Wow! Also für alle, die früher kommen wollen, Samstag, wir sind bereit. Das ist ja legendär. Ja, es war immer wirklich lustig und ja, hat im Wels im Nachhinein genau auch gesehen, ist viel zu groß gewesen, gegen die Leute verloren, war zwar lustig, aber dann wollen doch die Leute schon viel heimfahren. Jetzt haben wir schon die Optionen reiert, wir machen das wieder vorher. Ich schlafe nicht. Weil einfach viele Leute schon da sind, die kommen von weit her. Wir stellen die Autos ein, wir sind am Samstag den ganzen Tag vor Ort und eben relativ flexibel auch in Ried, wir können alles organisieren und werden auf die Nacht da richtig schon ein bisschen Feier geben, solange es geht für uns. Jawohl. Ich muss ja der Erste wieder sein, der dort ist. Sollte. Optimal. Ja, für uns war es das heute auch bei der Firma Böhm. Für uns geht es jetzt zurück in die Firma. Wir haben aktuell kurz vor Wörthersee
Man kann sich nicht vorstellen, was momentan los ist. E-Mail-Flut, Arbeit ohne Ende. Wir haben noch einiges an Projekten zu realisieren. Und deswegen war es das an dieser Stelle. Wir sehen uns dann eine Woche später wieder zu einem neuen Video, über das ich selber noch nicht weiß, welches das wird, aber stellt es alles außer. Bis dahin und ciao! Willkommen bei einem weiteren Video der Firma Damt. Das Video, das ihr gerade gesehen habt, haben wir bereits vor 2 Wochen aufgenommen. Leider hat sich in Österreich und auch in der restlichen Europäischen Union einiges getan rund um Corona etc. Das Ganze führt dazu, dass es vielfach Absagen von Events gibt, bis hin zur Formel 1 und alles, was irgendwie mit der Öffentlichkeit und sozialen Kontakten zu tun hat. Und ja, dem Ganzen muss man sich auch beugen, meiner Meinung nach. Es ist wichtig, dass wir soziale Kontakte jetzt einschränken, um nicht andere Menschen zu gefährden. Wir halten nichtsdestotrotz am Termin der Night of Wheels aktuell fest. Sollte es sich zu diesem Zeitpunkt ergeben, dass es keinerlei Besserung der Situation in Österreich, Deutschland und Umkreis gibt, werden wir darauf kurzfristig reagieren und entsprechend einen neuen Termin festlegen. Wir gehen nicht davon aus, dass die Night of Wheels im Jahr 2020 abgesagt wird. Wir halten an dem Event in diesem Jahr fest und werden einen geeigneten Ersatztermin finden, sofern diese Situation das verlangt. Ja, wir sind selbst ein Homeoffice mittlerweile. Wir arbeiten von zu Hause und versuchen, unsere Lieferketten etc. dementsprechend so umzustrukturieren, dass eine Versorgung vom Lieferanten direkt zum Kunden stattfindet. Es gelingt uns sehr, sehr gut und ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, den wir da gehen, um einfach wirklich Berührungspunkte in draußen zu vermeiden. In diesem Sinne wünsche ich allen das Beste. Ich wünsche uns allen rasch eine bessere Zeit und allen alles, alles Gute und viel, viel Gesundheit in dieser Krise. Bis dahin, danke. Ciao, ciao.